Lieber Helmut, liebe Susanne Schmidt, liebe Angehörigen, verehrte Trauergemeinde, wir nehmen Abschied von einer großen Frau, der Hamburger Ehrenbürgerin, Professorin Dr. H.C. Hannelore Schmidt. Von unserer Freundin Loki, einer warmherzigen, bescheidenen, charakterstarken, klugen Frau, von zu Herzen gehender, norddeutsch-spröder Liebenswürdigkeit, zugleich von unsentimentaler Nüchternheit, immer ganz und gar geradeaus. Und wenn wir sie hier sehen, auch ein bisschen keck, wenn sie wollte. Jahrzehntelang gab sie ein Beispiel und wurde so zum Vorbild. Und ihr war gegeben, die Zuneigung der Menschen zu gewinnen. Im gesegneten Alter von 91 Jahren, wach, klug, wissbegierig, fast bis zuletzt von des Alters Gebrechen und Schmerzen seit einigen Jahren mehr und mehr geplagt, in ihrem Tagesablauf immer stärker eingeschränkt, ist Loki Schmidt nach einem langen, über die Maßen eindrucksvollen, ganz und gar ungewöhnlichen, streckenweise schweren Leben am 21. Oktober 2010 friedlich eingeschlafen. Erlöst, muss man sagen, denn ganz zuletzt war es eine Zeit des Leidens. Angst vor dem Tode hatte sie nicht. Das Bewusstsein, dass er näher kommt, schreckte sie nicht. Kann man noch Bestellungen bei dir aufgeben? Mit dieser beinahe heiteren Frage nahm sie mich vor Jahren für den heutigen Anlass ins Obligo und hat mir während eines langen Nachmittags 2006 aufgetragen, was ihr wichtig ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Helmut, der für niemanden recht vorstellbar allein zurückbleiben muss, trauern wir um seine Jugendliebe. Ehefrau, Kameradin, der er so viel zu danken und die ihm geduldig manches nachgesehen hat. Gemeinsam mit ihrer Tochter Susanne und mit deren Mann Brian Kennedy trauern wir um die liebevolle Mutter. Loki Schmidt war der ruhende Pol der Familie, die Kraft, die zusammenhält. So habe ich es immer empfunden. Und Helmut Schmidt hat es kürzlich bekräftigt. Liebe Susanne Schmidt, während ihrer Kindheit und Jugend war ihr Vater meist nicht da. Ihre Mutter hat ihnen Liebe für beide Eltern gegeben. Ein Kind muss sehen, dass die Eltern sich lieben. Der Satz stammt von ihr. Und sie hat ihn vorgelebt. Den ständig abwesenden, oft überarbeiteten Ehemann und Vater, Pflichtmensch und Arbeitstier wie kaum einer, hat sie stets verteidigt. Wer 16, 18 Stunden am Tag arbeiten müsse, könne sich nicht auch noch intensiv um Frau und Tochter kümmern. Lieber Helmut, aus Anlass deines 75. Geburtstags hast du dich deshalb in Schloss Bellevue in Berlin als Gast von Bundespräsident von Weizsäcker vor all den offiziellen Geburtstagsgästen bei deiner Frau und eurer Tochter dafür entschuldigt, ein schlechter Familienmensch gewesen zu sein. Loki war die verlässliche, verzeihende Säule eurer sehr langen Liebe und Ehe. 68 Jahre seit 1942 verheiratet, 82 Jahre eng verbunden. Du bist ein Mensch von seltener Tapferkeit. Wie eine zweite Haut hast du eine Schutzhülle entwickelt, die den verletzlichen Kern verbirgt, der niemanden etwas angeht, außer Loki. Bislang hast du die Last eures hohen Alters auch dank Loki gemeistert. Dich auf ihre Liebe, ihren Rat, ihren Zuspruch gestützt und sie war auch deine wichtigste Kritikerin. Nun werden wir erst erkunden müssen, wie dir eure Freunde im Alltag über den Verlust hinweghelfen können
oder auch dürfen. Aber dabei musst du uns helfen, damit aus dem abendlichen Alleinsein in Langenhorn nicht Einsamkeit wird. Denn eure ältesten, vertrautesten Freunde, die ihr gemeinsam so vermisst, wie Willi und Friedel Berghahn, sind ja längst dahin. Körperlich wurde Loki Schmidt seit 2002 merkbar schwächer. Krankheiten häuften sich. 2005 ein schwerer nächtlicher Sturz. 2007 und 2008 wog sie gemeinsam mit ihrem Mann für und wieder ab, entschied sich für riskante Operationen an der Wirbelsäule. Aber dann gleich morgen früh. So war sie. Loki Schmidt hatte einen starken Willen und sie war zäh. Sie erholte sich, lernte wieder gehen, ein Wunder, für das sie ihren Ärzten in der Klinik St. Georg immer dankbar war. Damals am Krankenbett in einem wissensdurstig bohrenden Gespräch zwischen dem vertrauten, alt gewordenen Ehepaar ging es von Lokis Kreuzbeinbruch zu der Frage, ob wohl Vögel ein Kreuzbein haben und wie viele Wirbel. Jedenfalls mehr als Säugetiere. Vögel seien viel näher mit Reptilien verwandt als mit Säugetieren. Sehr schnell kamen beide zu dem Resultat, wir müssen nachforschen, wegen der Zahl der Wirbel bei Vögeln. Zwei damals schon fast 90-Jährige im Krankenhaus, beide mit erheblichen Schmerzen, aber wissbegierig wie je und im Kopf kein bisschen alt. Ein Wunder. Damals nahmt ihr euch vor, und Loki hat es im September noch einmal öffentlich bekräftigt, unser nächstes Ziel ist der 70. Hochzeitstag. Doch im Herbst dieses Jahres, nach einem neuerlichen häuslichen Sturz, ging Loki Schmidts Lebenskraft zu Ende. Nicht noch einmal eine Operation. Sie durfte nach Hause, behütet, begleitet, getragen, von ihrem Mann und ihrer Tochter, ärztlich betreut durch Professor Greten, dem sie über viele Jahre vertraute, und auch durch ihre Helferinnen, ohne die es ja gar nicht gegangen wäre und denen sie in Dankbarkeit verbunden war. Am 21. Oktober nahm der Tod sie sanft mit sich, wie es wohl ein jeder für sich wünscht. Hannelore Glaser wurde in Hammerbrook geboren, der Hochburg der damaligen starken Hamburger Arbeiterbewegung. Sie war im besten Sinne ein Kind dieser Arbeiterbewegung. Dem entsprach ihre Einstellung als Sozialdemokratin. Ihre Eltern gehörten teilweise der USPD an. Sie sahen den Bruderstreit in der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik als kleinliches Gezänk an, wandten sich ab, sind nie wieder eingetreten. Klingt das nicht wie eine Warnung für die Zukunft? Nach der Reichstagswahl 1933 wusste ihr Vater sofort, das bedeutet Krieg. Lokis Eltern bewiesen Menschlichkeit und Mut, beugten sich nicht. Als Verfolgung und Ermordung der Juden einsetzte, legten sie auf dem Boden des Mietshauses hinter einer Schrankwand ein geheimes Nachtlager an und boten Tante Anni und Tante Toni Mendel ein Versteck mit verabredeten Klingelzeichen. Beide überlebten. Loki Schmidt hat die heute kaum vorstellbare Bedrängnis der Lebenswohn- und Arbeitsverhältnisse in Hammerbrook, Hohenfelde und Horn mehrfach beschrieben. Ihre Eltern mussten in schwerer Zeit von Massenarbeitslosigkeit und bitterer Armut 4 Kinder großziehen. Am schlimmsten, hat sich Loki erinnert, waren die Tränen ihrer Mutter, wenn wirklich kein Pfennig mehr im Haus war und Loki als Kind ohne Geld zum Einkaufen geschickt wurde, um anschreiben zu lassen. Was das für ihre Eltern und Großeltern bedeutet haben muss, hat Loki Schmidt nie vergessen, als ihr der ehemalige zweite Bürgermeister Alfons Pawelczyk auf Bitten Bürgermeister von Beusz die Entscheidung des Senats überbrachte, ihr die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt anzutragen, galt ihr erster Gedanke ihren Eltern. Wie schade, dass sie das nicht erleben können. Und ihrem Mann.
Weiß Helmut das? Die Ärmlichkeit der Lebensverhältnisse der Familie Glaser steht Helmut Schmidt, der sie als Schüler erlebt hat, noch heute vor Augen. So lange kennen sich die beiden Schulkameraden seit 1929 auf der legendären Lichtwag-Schule. Diese künstlerisch ausgerichtete Reformschule hat Charakter, Bildung, Kunstsinnigkeit beider Schmidts geformt. Lebenslang singen sie das Loblied dieser Schule, ein Beispiel dafür, was gute Schule kann. Gegen das, wegen ihres Spitznamens dort, Schmeling, häufig kolportierte Gerücht, dort habe sie ihren späteren Mann gelegentlich verhauen, hat sich Loki Schmidt aber mit Nachdruck verwahrt. Das habe sie nie getan, denn erstens war er kleiner und zweitens wurde er nicht frech. Auf einen Hinweis in ihrem Zeugnis nach der Sexta in diesem Zusammenhang war sie dennoch ihr Leben lang stolz. Sie ist ihren schwächeren Kameradinnen stets ein breiter, tatkräftiger Schutz. Nach Abitur und Reichsarbeitsdienst nahm Loki Schmidt im Wintersemester 1938-39 sofort ihr Lehrerstudium auf, belegte 48 Wochenstunden, um schnellstmöglich alle Testate zu bekommen. Stets kam sie früh, um einen Platz in einer hinteren Reihe zu ergattern, denn, so erzählt sie, hinten konnte ich stricken, um damit Geld zu verdienen. Ihre Eltern konnten ihr kein Taschengeld geben. Auch nach den Vorlesungen musste sie noch Geld verdienen. Schon am 29. April 1940 machte sie Examen. Drei Tage später fing sie als Lehrerin an. Vierte Klasse, 54 Jungen und Mädchen. Sie war Lehrerin aus Neigung und Berufung. Von 1940 bis 1972 unterrichtete sie im aktiven Schuldienst. Mit Herzlichkeit und Verständnis, aber wenn nötig, mit Strenge. Verantwortung für die ihr anvertrauten jungen Menschen. Im Einklang mit der Schulwirklichkeit von heute, mit Haltungen, Erziehungs- und Bildungsmethoden der Gegenwart, war sie nicht. Ihr Buch »Mein Leben für die Schule« ist die Streitschrift einer engagierten Menschenbildnerin, die ihren Beruf liebt. Und Kinder auch. Für den Lehrerberuf soll das ja nicht von Nachteil sein. Deshalb Lokis Überzeugung: Zunächst einmal sollte nur jemand Lehrer werden, der sich für das Aufwachsen von Kindern wirklich interessiert und mit Kindern und Jugendlichen auch gerne zusammen ist. Und das muss ein junger, zukünftiger Lehrer einfach ausprobieren. Dass die jungen Lehrer heute viel zu spät in Kontakt mit Schule und Schülern kommen, damit war sie bis zuletzt nicht einverstanden. Die kameradschaftliche Schülerfreundschaft zwischen Hannelore Glaser und Helmut Schmidt wandelte sich erst während des Krieges zu ihrer beider lebenslanger Liebe. In Berlin beschlossen beide zu heiraten. Am 27. Juni 1942 fand die Trauung statt, unter widrigsten Umständen mitten im Krieg. Das junge Paar hatte sich vor dem Einsatz Helmut Schmidts als Soldat in Russland versprochen, einander verlässlich Halt zu sein. Lieber Helmut, das habt ihr in mehr als 68 Jahren wahrhaftig eingelöst. Loki und Helmut Schmidt, für mehrere Generationen Deutscher ein ganz besonderes Hamburger Paar, eine Einheit. Während deiner Ämter in Bonn wurde Loki viel mehr als die Frau an deiner Seite. Gerade erzählt sie in einem neuen Buch, wie es auf dem roten Teppich war für ein Hamburger Arbeiterkind ohne Amt, aber mit Pflichten. Mir war immer bewusst, du musst dich richtig verhalten, sonst wird das Deutschland angekreidet, schreibt sie. Das Amt der Kanzlergattin gibt es nicht, aber Loki Schmidt hat es ausgeübt. Und wie? Mitarbeiter gab es offiziell auch keine, aber einer schreibt noch heute von kleinen Gesten der Dankbarkeit, von Vertrautheit und der Anrede, mein lieber Zirkusdirektor. Zirkus. Loki Schmidt bewahrte sich Abstand von Staatsämtern.
blieb sie selbst, war nie von oben herab. Politisch, so hat sie nicht ohne Genugtuung erzählt, konnte sie dem Bundeskanzler in Auseinandersetzungen von Nutzen sein, wenn tiefe Wunden übrig geblieben waren. Mit ihrer Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und auch ihrer Vernünftigkeit vermochte sie immer wieder solche Wunden zu heilen. Unschätzbare Verbündete eines Regierungschefs, der in seinem Amt auf Menschen angewiesen ist, zu kantiger politischer Führung neigt, und die Mitstreiter haben doch ein langes Gedächtnis. Vermutlich wusste Loki genauer als du selbst, Helmut, wie oft sie Risse kitten musste und bei wem. Ihre Lauterkeit und ihre Menschlichkeit waren ein Stück des Bonner Erfolgsgeheimnisses der Eheleute Schmidt-Hamburg. Welch eine starke Persönlichkeit gehört dazu, sich selbstständig und dauerhaft neben einem solchen Ehemann zu behaupten. Loki Schmidt war ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus. Sie gewann dem Naturschutz Freunde, als es den Begriff Umweltschutz noch gar nicht gab, und hat dem Pflanzenschutz öffentlich zum Durchbruch verholfen, obwohl sie zu Anfang bespöttelt wurde. Ihr wissenschaftliches Interesse war echt. Bis in die 90er Jahre unternahm sie umfangreiche Auslandsreisen zum Studium der Pflanzenwelt und der Natur, stets auf eigene Kosten. Mit ihrem Forscherdrang verbinden sich botanische Entdeckungen. Sie gewann Anerkennung in der Welt der Wissenschaft. Hohe akademische Ehrungen wurden ihr zuteil, Professorin Dr. Hannelore Schmidt, Ehrensenatorin der Universität Hamburg. Ihre Begeisterung für die Pflanzen hatte schon im Kindesalter begonnen, als sie im Alter von etwa 8 Jahren in einem der 15 Bände Flora von Deutschland im Bücherschrank ihrer Eltern den rundblättrigen Sonnentau fand. 1992 Blume des Jahres. Und bald darauf die Pflanze selbst in einem Moor in Neugraben. Versuchte die 8-Jährige, die Drüsenhaare auf den Blättern mit Kiefernnadeln zu reizen. Forscherdrang im Kindesalter. Wer hätte so viel für bedrohte Pflanzenarten getan wie Professorin Dr. Hannelore Schmidt? Die Liste ihrer Verdienste scheint unendlich. Die Blume des Jahres seit dem Lungenenzian 1980. 30 Jahre lang hat Loki Schmidt die Blume des Jahres vorgestellt, bis zur sibirischen Schwertlilie 2010. Für die Blume des Jahres 2011, die Moorlilie, hatte sie eine Rede vorbereitet. Senator Ade Kurilla hat sie an Lokis Stelle verlesen. Hamburger Naturschutzgebiete, unser botanischer Garten mit dem Loki-Schmidt-Haus, der europäische Pflanzengarten in Jerusalem, ihr Urwald am Bramsee, der internationale Gärtneraustausch seit 1986, auf den sie so stolz war, die erste vollständige Übersicht über die bedeutenden Sammlungen der botanischen Gärten in Deutschland geht auf Loki Schmidt zurück. Ihr Buch darüber ist ein Standardwerk geworden. 1976 hat sie das Kuratorium zum Schutze gefährdeter Pflanzen ins Leben gerufen. Längst ist ihre Stiftung daraus geworden. Lange vor der Umweltkonferenz in Rio 1992 hat Loki Schmidt wissenschaftliche Schutzkonzepte für gefährdete Pflanzen und Ökosysteme gefordert, um das genetische Erbe der Pflanzenwelt zu bewahren. Nach 20-jährigem zähen Werben hat sie tatsächlich geschafft, dass endlich eine Samenbank, eine Arche Noah für Wildpflanzen, aufgebaut wird. Sie ist nach ihr benannt. Schließlich war Loki Schmidt das Gewissen des Natur- und Pflanzenschutzes geworden. Eine große Lebensleistung, ein Glücksfall. Liebe zur Natur und Verantwortung für die nachwachsende Generation prägen das Leben und Wirken von Loki Schmidt. Als Lehrerin, als Naturschützerin und durch ihr engagiertes öffentliches Beispiel gibt sie diese Leidenschaft seit Jahrzehnten weiter. Loki Schmidt hat sich nicht ein Denkmal gesetzt, sondern gleich mehrere. Im letzten Drittel ihres Lebens war sie eine wirkungsmächtige Lehrerin des gesamten Volkes. Das hat ihr Freund Siegfried Lenz, er ist heute hier,
einmal zu Herzen gehend beschrieben, wie nur er es kann. Allerdings, die Veränderungen bedenkend, die mit mir vorgegangen sind, den ganzen Wandel bilanzierend, für den sie verantwortlich ist, muss ich zugeben, dass ich, Loki, einen erheblichen Zuwachs an Hellhörigkeit, an Finderglück und entzückter Wahrnehmung verdanke. Ja, ich muss mir eingestehen, dass es die besondere Anmut ihrer Aufklärung war, die meine Tritt- und Trampelgewohnheiten änderte. Dieses ehrwürdige, miteinander alt gewordene Hamburger Liebespaar, Hannelore und Helmut Schmidt, ist nun auseinandergerissen. Lieber Helmut, deine Frau hat das Motto im Bürgermeistersaal unseres Rathauses mit Leben erfüllt. Wer den Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeit. Wer hätte Loki Schmidt nicht vor Augen, ihre mütterliche Herzlichkeit, ihr kluges Gesicht, den verschmitzten, forschenden, manchmal strengen Blick, ihren trockenen Humor, die Sicherheit ihres Urteils. Mögen für dich, liebe Freundin Loki, auf deinem letzten Weg Worte Rainer Maria Rilkes wahr werden, Worte, als seien sie für dich. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Falle sanft, Loki, ruhe sanft, wir werden dich nicht vergessen. ...1940 machte sie Examen, drei Tage später fing sie als Lehrerin an, vierte Klasse, 54 Jungen und Mädchen. Sie war Lehrerin aus Neigung und Berufung. Von 1940 bis 1972 unterrichtete sie im aktiven Schuldienst, mit Herzlichkeit und Verständnis, aber, wenn nötig, mit Strenge. Verantwortung für die ihr anvertrauten jungen Menschen. Im Einklang mit der Schulwirklichkeit von heute, mit Haltungen, Erziehungs- und Bildungsmethoden der Gegenwart, war sie nicht. Ihr Buch »Mein Leben für die Schule« ist die Streitschrift einer engagierten Menschenbildnerin, die ihren Beruf liebt. Und Kinder auch. Für den Lehrerberuf soll das ja nicht von Nachteil sein. Deshalb Lokis Überzeugung: Zunächst einmal sollte nur jemand Lehrer werden, der sich für das Aufwachsen von Kindern wirklich interessiert und mit Kindern und Jugendlichen auch gerne zusammen ist. Und das muss ein junger, zukünftiger Lehrer einfach ausprobieren. Dass die jungen Lehrer heute viel zu spät in Kontakt mit Schule und Schülern kommen, damit war sie bis zuletzt nicht einverstanden. Die kameradschaftliche Schülerfreundschaft zwischen Hannelore Glaser und Helmut Schmidt wandelte sich erst während des Krieges zu ihrer beider lebenslanger Liebe. In Berlin beschlossen beide zu heiraten. Am 27. Juni 1942 fand die Trauung statt, unter widrigsten Umständen mitten im Krieg. Das junge Paar hatte sich vor dem Einsatz Helmut Schmidts als Soldat in Russland versprochen, einander verlässlich Halt zu sein. Lieber Helmut, das habt ihr in mehr als 68 Jahren wahrhaftig eingelöst. Loki und Helmut Schmidt, für mehrere Generationen Deutscher ein ganz besonderes Hamburger Paar, eine Einheit. Während deiner Ämter in Bonn wurde Loki viel mehr als die Frau an deiner Seite. Gerade erzählt sie in einem neuen Buch, wie es auf dem roten Teppich war für ein Hamburger Arbeiterkind ohne Amt, aber mit Pflichten. Mir war immer bewusst, du musst dich richtig verhalten, sonst wird das Deutschland angekreidet, schreibt sie.
Das Amt der Kanzlergattin gibt es nicht. Aber Loki Schmidt hat es ausgeübt. Und wie? Mitarbeiter gab es offiziell auch keine. Aber einer schreibt noch heute von kleinen Gesten der Dankbarkeit, von Vertrautheit und der Anrede, mein lieber Zirkusdirektor. Zirkus. Loki Schmidt bewahrte sich Abstand von Staatsämtern, blieb sie selbst, war nie von oben herab. Politisch, so hat sie nicht ohne Genugtuung erzählt, konnte sie dem Bundeskanzler in Auseinandersetzungen von Nutzen sein, wenn tiefe Wunden übrig geblieben waren. Mit ihrer Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und auch ihrer Vernünftigkeit vermochte sie immer wieder solche Wunden zu heilen. Unschätzbare Verbündete eines Regierungschefs, der in seinem Amt auf Menschen angewiesen ist, zu kantiger politischer Führung neigt, und die Mitstreiter haben doch ein langes Gedächtnis. Vermutlich wusste Loki genauer als du selbst, Helmut, wie oft sie Risse kitten musste und bei wem. Ihre Lauterkeit und ihre Menschlichkeit waren ein Stück des Bonner Erfolgsgeheimnisses der Eheleute Schmidt-Hamburg. Welch eine starke Persönlichkeit gehört dazu, sich selbstständig und dauerhaft neben einem solchen Ehemann zu behaupten. Loki Schmidt war ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus. Sie gewann dem Naturschutz Freunde, als es den Begriff Umweltschutz noch gar nicht gab, und hat dem Pflanzenschutz öffentlich zum Durchbruch verholfen, obwohl sie zu Anfang bespöttelt wurde. Ihr wissenschaftliches Interesse war echt. Bis in die 90er Jahre unternahm sie umfangreiche Auslandsreisen zum Studium der Pflanzenwelt und der Natur, stets auf eigene Kosten. Mit ihrem Forscherdrang verbinden sich botanische Entdeckungen. Sie gewann Anerkennung in der Welt der Wissenschaft. Hohe akademische Ehrungen wurden ihr zuteil, Professorin Dr. Hannelore Schmidt, Ehrensenatorin der Universität Hamburg. Ihre Begeisterung für die Pflanzen hatte schon im Kindesalter begonnen, als sie im Alter von etwa 8 Jahren in einem der 15 Bände Flora von Deutschland im Bücherschrank ihrer Eltern den rundblättrigen Sonnentau fand. 1992 Blume des Jahres. Und bald darauf die Pflanze selbst in einem Moor in Neugraben. Versuchte die 8-Jährige, die Drüsenhaare auf den Blättern mit Kiefernnadeln zu reizen. Forscherdrang im Kindesalter. Wer hätte so viel für bedrohte Pflanzenarten getan wie Professorin Dr. Hannelore Schmidt? Die Liste ihrer Verdienste scheint unendlich. Die Blume des Jahres seit dem Lungenenzian 1980. 30 Jahre lang hat Loki Schmidt die Blume des Jahres vorgestellt, bis zur sibirischen Schwertlilie 2010. Für die Blume des Jahres 2011, die Moorlilie, hatte sie eine Rede vorbereitet. Senator Ade Kurilla hat sie an Lokis Stelle verlesen. Hamburger Naturschutzgebiete, unser botanischer Garten mit dem Loki-Schmidt-Haus, der europäische Pflanzengarten in Jerusalem, ihr Urwald am Bramsee, der internationale Gärtneraustausch seit 1986, auf den sie so stolz war, die erste vollständige Übersicht über die bedeutenden Sammlungen der botanischen Gärten in Deutschland geht auf Loki Schmidt zurück. Ihr Buch darüber ist ein Standardwerk geworden. 1976 hat sie das Kuratorium zum Schutze gefährdeter Pflanzen ins Leben gerufen. Längst ist ihre Stiftung daraus geworden. Lange vor der Umweltkonferenz in Rio 1992 hat Loki Schmidt wissenschaftliche Schutzkonzepte für gefährdete Pflanzen und Ökosysteme gefordert, um das genetische Erbe der Pflanzenwelt zu bewahren. Nach 20-jährigem zähen Werben hat sie tatsächlich geschafft, dass endlich eine Samenbank, eine Arche Noah für Wildpflanzen, aufgebaut wird. Sie ist nach ihr benannt. Schließlich war Loki Schmidt das Gewissen des Natur- und Pflanzenschutzes geworden. Eine große Lebensleistung, ein Glücksfall. Liebe zur Natur und Verantwortung für die nachwachsende Generation prägen das Leben und Wirken von Loki Schmidt.
als Lehrerin, als Naturschützerin und durch ihr engagiertes öffentliches Beispiel gibt sie diese Leidenschaft seit Jahrzehnten weiter. Luki Schmidt hat sich nicht ein Denkmal gesetzt, sondern gleich mehrere. Im letzten Drittel ihres Lebens war sie eine wirkungsmächtige Lehrerin des gesamten Volkes. Lieber Helmut, liebe Susanne Schmidt, liebe Angehörigen, verehrte Trauergemeinde, wir nehmen Abschied von einer großen Frau, der Hamburger Ehrenbürgerin, Professorin Dr. H.C. Hannelore Schmidt. Von unserer Freundin Loki, einer warmherzigen, bescheidenen, charakterstarken, klugen Frau, von zu Herzen gehender, norddeutsch-spröder Liebenswürdigkeit, zugleich von unsentimentaler Nüchternheit, immer ganz und gar geradeaus. Und wenn wir sie hier sehen, auch ein bisschen keck, wenn sie wollte. Jahrzehntelang gab sie ein Beispiel und wurde so zum Vorbild. Und ihr war gegeben, die Zuneigung der Menschen zu gewinnen. Im gesegneten Alter von 91 Jahren, wach, klug, wissbegierig, fast bis zuletzt von des Alters Gebrechen und Schmerzen seit einigen Jahren mehr und mehr geplagt, in ihrem Tagesablauf immer stärker eingeschränkt, ist Loki Schmidt nach einem langen, über die Maßen eindrucksvollen, ganz und gar ungewöhnlichen, streckenweise schweren Leben am 21. Oktober 2010 friedlich eingeschlafen. Erlöst, muss man sagen, denn ganz zuletzt war es eine Zeit des Leidens. Angst vor dem Tode hatte sie nicht. Das Bewusstsein, dass er näher kommt, schreckte sie nicht. Kann man noch Bestellungen bei dir aufgeben? Mit dieser beinahe heiteren Frage nahm sie mich vor Jahren für den heutigen Anlass ins Obligo und hat mir während eines langen Nachmittags 2006 aufgetragen, was ihr wichtig ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Helmut, der für niemanden recht vorstellbar allein zurückbleiben muss, trauern wir um seine Jugendliebe, Ehefrau, Kameradin, der er so viel zu danken und die ihm geduldig manches nachgesehen hat. Gemeinsam mit ihrer Tochter Susanne und mit deren Mann Brian Kennedy trauern wir um die liebevolle Mutter. Loki Schmidt war der ruhende Pol der Familie, die Kraft, die zusammenhält. So habe ich es immer empfunden. Und Helmut Schmidt hat es kürzlich bekräftigt. Liebe Susanne Schmidt, während ihrer Kindheit und Jugend war ihr Vater meist nicht da. Ihre Mutter hat ihnen Liebe für beide Eltern gegeben. Ein Kind muss sehen, dass die Eltern sich lieben. Der Satz stammt von ihr. Und sie hat ihn vorgelebt. Den ständig abwesenden, oft überarbeiteten Ehemann und Vater, Pflichtmensch und Arbeitstier wie kaum einer, hat sie stets verteidigt. Wer 16, 18 Stunden am Tag arbeiten müsse, könne sich nicht auch noch intensiv um Frau und Tochter kümmern. Lieber Helmut, aus Anlass deines 75. Geburtstags hast du dich deshalb in Schloss Bellevue in Berlin als Gast von Bundespräsident von Weizsäcker vor all den offiziellen Geburtstagsgästen bei deiner Frau und eurer Tochter dafür entschuldigt, ein schlechter Familienmensch gewesen zu sein. Loki war die verlässliche, verzeihende Säule eurer sehr langen Liebe und Ehe. 68 Jahre seit 1942 verheiratet, 82 Jahre eng verbunden. Du bist ein Mensch von seltener Tapferkeit. Wie eine zweite Haut hast du eine Schutzhülle entwickelt, die den verletzlichen Kern verbirgt,
der niemanden etwas angeht, außer Loki. Bislang hast du die Last eures hohen Alters auch dank Loki gemeistert, dich auf ihre Liebe, ihren Rat, ihren Zuspruch gestützt, und sie war auch deine wichtigste Kritikerin. Nun werden wir erst erkunden müssen, wie dir eure Freunde im Alltag über den Verlust hinweghelfen können oder auch dürfen. Aber dabei musst du uns helfen, damit aus dem abendlichen Alleinsein in Langenhorn nicht Einsamkeit wird. Denn eure ältesten, vertrautesten Freunde, die ihr gemeinsam so vermisst, wie Willi und Friedel Berghahn, sind ja längst dahin. Körperlich wurde Loki Schmidt seit 2002 merkbar schwächer. Krankheiten häuften sich. 2005 ein schwerer nächtlicher Sturz. 2007 und 2008 wog sie gemeinsam mit ihrem Mann für und wieder ab, entschied sich für riskante Operationen an der Wirbelsäule. Aber dann gleich morgen früh. So war sie. Loki Schmidt hatte einen starken Willen und sie war zäh. Sie erholte sich, lernte wieder gehen, ein Wunder, für das sie ihren Ärzten in der Klinik St. Georg immer dankbar war. Damals am Krankenbett in einem wissensdurstig bohrenden Gespräch zwischen dem vertrauten, alt gewordenen Ehepaar ging es von Lokis Kreuzbeinbruch zu der Frage, ob wohl Vögel ein Kreuzbein haben und wie viele Wirbel. Jedenfalls mehr als Säugetiere. Vögel seien viel näher mit Reptilien verwandt als mit Säugetieren. Sehr schnell kamen beide zu dem Resultat, wir müssen nachforschen, wegen der Zahl der Wirbel bei Vögeln. Zwei damals schon fast 90-Jährige im Krankenhaus, beide mit erheblichen Schmerzen, aber wissbegierig wie je und im Kopf kein bisschen alt. Ein Wunder. Damals nahmt ihr euch vor, und Loki hat es im September noch einmal öffentlich bekräftigt, unser nächstes Ziel ist der 70. Hochzeitstag. Doch im Herbst dieses Jahres, nach einem neuerlichen häuslichen Sturz, ging Loki Schmidts Lebenskraft zu Ende. Nicht noch einmal eine Operation. Sie durfte nach Hause, behütet, begleitet, getragen von ihrem Mann und ihrer Tochter, ärztlich betreut durch Professor Greten, dem sie über viele Jahre vertraute, und auch durch ihre Helferinnen, ohne die es ja gar nicht gegangen wäre und denen sie in Dankbarkeit verbunden war. Am 21. Oktober nahm der Tod sie sanft mit sich, wie es wohl ein jeder für sich wünscht. Hannelore Glaser wurde in Hammerbrook geboren, der Hochburg der damaligen starken Hamburger Arbeiterbewegung. Sie war im besten Sinne ein Kind dieser Arbeiterbewegung. Dem entsprach ihre Einstellung als Sozialdemokratin. Ihre Eltern gehörten teilweise der USPD an. Sie sahen den Bruderstreit in der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik als kleinliches Gezänk an, wandten sich ab, sind nie wieder eingetreten. Klingt das nicht wie eine Warnung für die Zukunft? Nach der Reichstagswahl 1933 wusste ihr Vater sofort, das bedeutet Krieg. Lokis Eltern bewiesen Menschlichkeit und Mut, beugten sich nicht. Als Verfolgung und Ermordung der Juden einsetzte, legten sie auf dem Boden des Mietshauses hinter einer Schrankwand ein geheimes Nachtlager an und boten Tante Annie und Tante Toni Mendel ein Versteck mit verabredeten Klingelzeichen. Beide überlebten. Loki Schmidt hat die heute kaum vorstellbare Bedrängnis der Lebenswohn- und Arbeitsverhältnisse in Hammerbrook, Hohenfelde und Horn mehrfach beschrieben. Ihre Eltern mussten in schwerer Zeit von Massenarbeitslosigkeit und bitterer Armut 4 Kinder großziehen. Am schlimmsten, hat sich Loki erinnert, waren die Tränen ihrer Mutter, wenn wirklich kein Pfennig mehr im Haus war und Loki als Kind ohne Geld zum Einkaufen geschickt wurde, um anschreiben zu lassen.
Was das für ihre Eltern und Großeltern bedeutet haben muss, hat Loki Schmidt nie vergessen, als ihr der ehemalige zweite Bürgermeister Alfons Pawelczyk auf Bitten Bürgermeister von Beust die Entscheidung des Senats überbrachte, ihr die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt anzutragen, galt ihr erster Gedanke ihren Eltern. Wie schade, dass sie das nicht erleben können. Und ihr Mann, weiß Helmut das? Die Ärmlichkeit der Lebensverhältnisse der Familie Glaser steht Helmut Schmidt, der sie als Schüler erlebt hat, noch heute vor Augen. So lange kennen sich die beiden Schulkameraden seit 1929 auf der legendären Lichtwag-Schule. Diese künstlerisch ausgerichtete Reformschule hat Charakter, Bildung, Kunstsinnigkeit beider Schmidts geformt. Lebenslang singen sie das Loblied dieser Schule, ein Beispiel dafür, was gute Schule kann. Gegen das, wegen ihres Spitznamens dort, Schmeling, häufig kolportierte Gerücht, dort habe sie ihren späteren Mann gelegentlich verhauen, hat sich Loki Schmidt aber mit Nachdruck verwahrt. Das habe sie nie getan, denn erstens war er kleiner und zweitens wurde er nicht frech. Auf einen Hinweis in ihrem Zeugnis nach der Sexta in diesem Zusammenhang war sie dennoch ihr Leben lang stolz. Sie ist ihren schwächeren Kameradinnen stets ein breiter, tatkräftiger Schutz. Nach Abitur und Reichsarbeitsdienst nahm Loki Schmidt im Wintersemester 1938-39 sofort ihr Lehrerstudium auf, belegte 48 Wochenstunden, um schnellstmöglich alle Testdate zu bekommen. Stets kam sie früh, um einen Platz in einer hinteren Reihe zu ergattern, denn, so erzählt sie, hinten konnte ich stricken, um damit Geld zu verdienen. Ihre Eltern konnten ihr kein Taschengeld geben. Auch nach den Vorlesungen musste sie noch Geld verdienen. Schon am 29. April